ganz herzlich willkommen zu der heutigen Folge Woher weiß ich, was ich wirklich will? Mein Name ist Lilian, du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich muss schmunzeln, weil ich die Frage einfach total spannend finde und sie basiert auf einer E-Mail, die mir zugeschickt worden ist. Und bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, werde ich sie hier mit dir teilen. Also, sie schreibt, mir ist seit einiger Zeit bewusst geworden, dass ich die Dinge, die ich meine zu wollen, vielleicht gar nicht wirklich will. Ich erlebe in meinem Leben häufig Wechsel, zum Beispiel in Partnerschaften, aber auch in den Dingen, die ich glaube sein zu wollen. Erst wollte ich Schauspielerin werden, dann Künstlerin, dann Schriftstellerin und diese Wechsel finden oft genau dann statt, wenn ich gerade einer Sache oder einem Menschen sehr nahe geworden bin. Zum Beispiel habe ich 2 Jahre mit einem Partner zusammengelebt und Kunst studiert. In diesen 2 Jahren hat sich das Gefühl entwickelt, dass ich aber weder in der Partnerschaft noch in meinem Studium richtig bin, obwohl ich beides vorher unbedingt wollte. Wenn ich auf dem Weg irgendwo hin bin, dann bleibe ich urplötzlich stehen und renne wie wild geworden vom Weg ab, weil ich das Gefühl habe, dass ein anderer Mensch oder eine andere Leidenschaft die eigentlich richtige ist. Mittlerweile traue ich meinem eigenen Wollen nicht mehr über den Weg. Ich sehne mich sehr nach etwas, aber wenn es kommt, dann kann ich es nicht mehr fühlen. Ich fühle mich stattdessen entliebt und gelangweilt. Alles Feuer, das ich habe, scheint in meiner Sehnsucht zu sein, in der Fantasie, wie etwas sein könnte. Und sobald etwas realer wird, verliere ich das Interesse und breche zu neuen Luftschlössern auf. Meine Frage ist jetzt, wie kann ich lieben, was ich habe? Wie kann ich unterscheiden zwischen dem, was ich wirklich will und dem, was nur eine Flucht aus der Realität ist? Eine so coole Frage und so wichtig und so wertvoll. Danke dafür. Ja, bevor ich den ein oder anderen Impuls da reingebe, weil ich dich ja persönlich gar nicht kenne, ist mir eine Sache einfach wirklich sehr wesentlich und sehr wichtig, die uns alle so ein bisschen einladen darf, wenn wir auf solchen Wegen unterwegs sind und uns auch selber solche Fragen stellen. Die Frage, die ich dagegen setzen möchte oder was ich in den Raum schmeißen möchte, ist so, wer sagt denn, dass das, also dein Impuls, dieses oder jenes, du hast da Feuer gehabt und dann ist es weg. Wer sagt, dass das falsch ist? So. Sagt das die Gesellschaft? Oder spürst du das in dir und sehnst dich wirklich innerlich nach einer gewissen Konstanz, also nach etwas, was bleibt? Und wenn wir uns selber Fragen stellen, finde ich diesen Impuls, diesen Gedanken, das also ein bisschen wie mit einzubeziehen, dass unsere Gesellschaft sehr, sehr, sehr prägend ist in manchen Dingen und wir unsere Authentizität und unseren inneren Impulsen nicht mehr so folgen, wie es vielleicht für uns als Wesen, weil wir sind ja individuell, also wir sind nicht Mainstream, wir sind nicht alle gleich. Ich sage das ja oft mit so einem liebevollen Lächeln, der liebe Gott hat uns mit Absicht unterschiedlich gemacht. Das muss gar nichts mit Glauben zu tun haben, es ist einfach so ein bisschen meine Wortwahl. Ja, wir können auch sagen, das Leben bringt uns auf die Welt und der ein oder andere Mensch sieht dem anderen vielleicht ähnlich oder hat ähnliche Interessen, aber in der Grundbasis, auch wenn wir alle miteinander verbunden sind, haben
wir haben einfach alle etwas ganz, ganz Besonderes, was wir hier mitbringen. Und es ist faszinierend, wenn man schaut, wie viele Millionen Menschen es gibt und wie Menschen sterben, also gehen und wieder kommen und immer neue Menschen kommen. Und jeder dieser Menschen ist so einzigartig. Es ist einfach, ich weiß, da fehlen mir einfach die Worte dafür. Und an dem Punkt ist mir so wesentlich, dass wir uns darüber bewusst werden, dass unsere Gesellschaft, in der wir leben, so einen gewissen Gleichklang hat. Das heißt, wir leben in einer Gesellschaft und Kultur, die versucht, uns Menschen dieses besondere Geschenk, was wir mitbringen auf die Welt, was uns so einzigartig macht. Es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn ich das sage, aber unsere Gesellschaft oder Kultur versucht uns das wie wegzunehmen, wie abzutrainieren. Und wir können jetzt einfach bei dem einfachen Beispiel Schule oder wie auch immer Erziehung und so weiter hängen bleiben. Das ist auch egal. Es ist vielleicht einfach das Lernfeld, was wir mitbekommen. Dieses uns wird was wie abtrainiert oder weggenommen, um es uns dann wieder zurückzuholen, um es uns dann wieder wie anzueignen, um dann zu verstehen, wie besonders diese Einzigartigkeit eigentlich wirklich ist. Also das heißt, ich möchte gar nicht so sehr sagen, dass die Gesellschaft verkehrt ist, sondern dass es vielleicht viel mehr wirklich dieser Impuls ist von, vielleicht leben wir bewusst, unbewusst bewusst oder bewusst unbewusst, wie auch immer, in einer Gesellschaft, die uns das wegnimmt, was uns einzigartig macht oder die, in der wir glauben, das ablegen zu müssen, um es dann wiederzufinden. Da kann man mit Sicherheit drüber streiten. Was mir aber an dieser Stelle einfach wichtig ist, ist es wirklich dein inneres Begehren, innere Ruhe zu finden, an einem Platz mit einer Tätigkeit und mit einem Partner wirklich zufrieden zu sein und da wirklich anzukommen? Oder ist es das Bild unserer Gesellschaft, dem du nacheiferst? So, das ist egal für welches Thema, glaube ich, ganz wesentlich, sich diese Frage immer wieder zu stellen, ob wir dem Bild der Gesellschaft oder dem Bild dessen, wie wir groß werden. Ja, es gibt ja auch Menschen, die werden in Sekten groß oder in Kriegsgebieten oder in einer gewissen Kultur, wo sie sich vielleicht einfach aus ihrem inneren Impuls heraus gar nicht wirklich wie richtig oder zu Hause fühlen und dann aber alles tun dafür, dass sie irgendwie wie dazugehören, weil das ja ihre vermeintliche, ich will es nicht sagen, Rasse ist, aber so wie der Zweig, wo sie herkommen. Und dann muss man da ja irgendwie auch dem entsprechen. Ja, also es ist so ein bisschen dieses, möchtest du etwas entsprechen, was dir gar nicht wirklich richtig liegt? Oder ist es wirklich dein innerster Wunsch, irgendwo anzukommen in dir, vielleicht auch mit einer sogenannten Berufung und vielleicht auch mit einem sogenannten Partner? Das ist die erste Frage, die ich vorwegschieben möchte, und ich glaube, dass das eine Frage ist, die wir uns alle teilen immer wieder stellen dürfen. Also sie beinhaltet ja eigentlich mehrere Fragen. Und so ein bisschen eingeschlossen an der Stelle ist tatsächlich einfach die Bewusstheit darüber, wie wir geprägt worden sind. Und das finde ich einfach wichtig. Ja, also folgen wir wirklich uns oder folgen wir dem, wie wir geprägt worden sind, und merken aber innerlich wie so eine Diskrepanz, so ein Streit, so ein innerer Streit in uns, was denn eigentlich richtig ist. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Und wenn nicht, dann geht das jetzt weiter mit weiteren Punkten. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass du ja schreibst, immer dann, wenn du einer Sache, einer Tätigkeit oder auch einer Person, einem Partner sehr nah geworden bist, dann rennst du wie eine Verrückte weg. Und an der Stelle möchte ich ganz gerne sagen, ja,
Intimität ist nicht für jeden etwas. Also mit Intimität, und das möchte ich jetzt ganz deutlich sagen, meine ich jetzt nicht das Thema im Bett, sondern ich meine Intimität in Begegnung, in Beziehung. Also wirklich da sein, sich wirklich begegnen. Das meine ich an dieser Stelle mit Intimität. Intimität ist nicht leicht zu halten. Also sich wirklich blicken zu lassen, wirklich gesehen zu werden mit dem, wie man ist, mit allem und auch gefühlt zu werden, ist so persönlich und ist so, also ich sag mal, das berührt so sehr, dass es durchaus ein Grund sein kann, wegzulaufen, wenn oder weil wir es nicht gewohnt sind. Es hat etwas von einer ganz, ganz hohen Intensität von Schwingung, die wir ein Stück wie verlernt haben. Und von dem her, ja, vielleicht, wenn es das erste Thema, was ich eben angesprochen habe, sehr ausführlich, nicht ist, dann kann es durchaus damit zu tun haben, dass wenn etwas in dir bemerkt, dass mit einem Job, mit einem Beruf oder mit einer Ausrichtung oder auch mit der Wahl eines Partners etwas persönlicher und auch in den Bereich Intimität geht, also dass es dir näher rückt, dass das nicht leicht zu halten ist, weil du vielleicht entsprechende Erfahrungen gemacht hast. Da komme ich gleich noch drauf. Und dann ist es ein ganz, ganz natürlicher Reflex, dass Langeweile entsteht, okay? Weil Langeweile immer dann entsteht, wenn oder oft dann entsteht, wenn etwas so wie bedrohlich wird. Dann heißt es wirklich weg da und es muss irgendwie eine Form von Entertainment her. Ich habe mit verschiedenen Personen damit auch Erfahrung gemacht in meinem Leben schon, wenn Menschen diese Form der Intimität nicht aushalten können und damit nicht sein können. Und es ist ein Stück wie, dass an diesem Thema so etwas dran ist von, dein innerer Reflex hat eine gewisse Richtigkeit und gleichzeitig kann es dich aber, wenn da keine Bewusstheit hineinkommt, zu einem Dauerflüchtling machen. Und dann wird es einfach sehr rastlos. Dann ist das wirklich so ein Weg wie von einem Highlight zum nächsten. Und dann braucht es immer mehr Leidenschaft oder es braucht immer neue Leidenschaft. Es braucht ständig Abenteuer, es braucht ständig Nervenkitzel. Und worum es geht oder was so ein bisschen, ich sag mal, das Heilmittel ist, ist tatsächlich, und das kannst du nicht von heute auf morgen lernen, das ist wirklich ein Prozess, das ist wirklich ein Weg, dieses in sich sein, in sich zu Hause sein, dieses sich selber auch wie aushalten können, wenn Stille ist. Und ich weiß, dass das für viele Menschen wie bedrohlich klingt, aber wenn wir dauerhaft rastlos sind und von einer Leidenschaft oder von einem Abenteuer und von einem Nervenkitzel zum nächsten müssen, dann ist das langfristig auch weder erfüllend, noch ist das besonders, also es ist einfach kräftezehrend, es ist nicht wirklich zufriedenstellend und es fühlt sich langfristig einfach wie getrieben, wie gejagt, wie auf dem ständigen Weg an und es kostet unglaublich viel Kraft. So, also es geht darum, ein Stückchen wie Wege zu finden für dich, Kontakt mit dir selber zu haben und in dir mehr zu landen. Ja, also es geht an der Stelle weniger um die Dinge im Außen, ob es jetzt der Job oder das Studium oder ein Partner oder wer auch immer ist, sondern es geht wirklich darum, die Kraft, also die Intention, den Willen aufzuwenden, dich mit dir so sehr auseinanderzusetzen und so sehr in dir zu landen, dass du die Angst, die Konfrontation vor Langeweile und vor Stille verlierst.
Das ist sehr herausfordernd. Und es birgt gleichzeitig dieses Gefühl von innerem Frieden, innerer Ruhe, endlich irgendwo anzukommen, endlich wirklich so ein Frieden in dir zu finden. Und an der Stelle geht es, und das möchte ich ganz deutlich sagen, nicht darum, Stille einfach nur auszuhalten. Also es gibt dann viele Menschen, die schmeißen sich in irgendwelche Meditationen oder Körperübungen oder in irgendwas rein und glauben, sie müssten das aushalten. Sondern es geht sehr viel mehr darum, das langsam zu trainieren. Und da mag ich immer ganz gern so dieses Beispiel bringen, wenn wir zum Beispiel Fitness machen. Ja, also es ist ein ganz banales Beispiel, aber das ist sinnbildlich immer ganz schön. Wir wollen vielleicht bestimmte Muskeln trainieren. Dann ist das ein Stück wie das immer wieder zu machen. Und mal wird es uns besser gelingen, mal wird es schlechter gelingen, mal werden wir einen guten Tag haben, mal einen schlechten Tag haben, dann wollen wir es gerne in die Ecke schmeißen und so weiter. Und genauso ist das auch. Also du kannst ja, wenn du jetzt zum Beispiel trainierst mit einem schweren Gewicht, du kannst da sitzen und es einfach aushalten, ja, du kannst deinen Körper sehr hart rannehmen, dass dabei dein Körper wirklich gut Muskeln aufbaut oder eine bestimmte Struktur aufbaut, ist sei dahingestellt. Ich glaube, dass man ihn mehr quält und dass man auch oft mehr Schaden anrichtet. Also es kommt eher auf das richtige Gewicht und auf die Konstanz drauf an. Und genauso ist es auch mit dem Thema Stille und mit dem Thema mit etwas oder mit sich selber auch sein können, das immer wieder in einem gewissen Maß zu studieren, zu üben, auszuprobieren und durchaus an Grenzen zu gehen. Aber es geht nicht so sehr darum, mit Krawall einfach drüber zu gehen, weil das langfristig eher, also gerade wenn es um das Thema Stille oder auch Langeweile geht, das schlägt aus in die andere Richtung, als die wir haben wollen. Also es geht so im Endeffekt da drin, in dieser Stille oder in der Langeweile langfristig sowas wie Nahrung zu finden. Also da drin wirklich richtig anzukommen. Und das dürfen wir in dieser überladenen Welt, die so voll ist mit Entertainment etc. und mit Lautstärke und mit eben diesen Blick immer nach außen, ja, das nächste Highlight, das nächste, keine Ahnung, die nächste Liebschaft, das nächste Abenteuer, der nächste Urlaub, dieses und jenes, das dürfen wir einfach ein Stück in dieser überladenen Welt wieder lernen, da wirklich gut bei uns zu sein. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir, also nicht vom Kopf, sondern wenn wir es gelernt haben auf der körperlichen Ebene, mit Langeweile, also vermeintlich Langeweile zu sein, dann kriegt das, also ist Langeweile nicht mehr dieses, oh nee, das brauche ich nicht und bäh, sondern dann hat Langeweile, formt sich um in Entspannung, in inneren Frieden, in Ausatmen. Und das finde ich total faszinierend. Und ja, dieses wieder wirklich das Lernen in dieser lauten Welt mit Stille und mit Langeweile zu sein und nicht den ein oder anderen Nervenkitzel, die ein oder andere weitere Verliebtheit zu brauchen. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum Menschen, solange sie zum Beispiel verliebt sind, irgendwie so alles geben. Aber dann, wenn sie nicht das bekommen, was sie erwarten, oder da ist dann plötzlich nichts Neues mehr oder kein Entertainment mehr, dann fühlen sie sich, so wie du das ja auch beschreibst, einfach entliebt. Sie fühlen sich einfach gelangweilt. Und dann wurde da vorher vielleicht noch von der großen Liebe gesprochen. Und dann wird aber einfach ganz, ganz kurzfristig das Spielfeld gewechselt, weil, ja, eine andere Person ist plötzlich interessanter oder aufregender oder zumindest erscheint es so. Und ich glaube, das sind die Momente, wo wir so ein bisschen auch wach werden dürfen. Ja, also gerade, ich meine, das Thema Liebe ist an der Stelle einfach ein besseres Beispiel, kann man gar nicht nennen. Ja, da wurde vorher davon gesprochen, wir wollen die große Liebe finden und dieses und jenes. Und hier, es geht hier echt um Liebe und wir wollen alles schaffen und was weiß ich. Und plötzlich wird das Spielfeld gewechselt.
Und ich meine das jetzt nicht verurteilend in der Richtung, sondern wenn du das selber an dir beobachtest, also ist jetzt egal, ob das die Liebe ist oder der Job ist oder Orte sind oder was auch immer. Es geht ja immer darum, fühlst du dich in irgendeiner Form damit wie rastlos, wie getrieben und beobachtest du das vielleicht schon länger in deinem Leben, dass das einfach so ist und hast einfach das Gefühl, ja, so wie du es hier beschreibst, immer wenn es intim wird, dann haue ich ab. Dann wäre es natürlich sinnvoll oder dann kann es durchaus einen Sinn machen, an dieser Stelle gut hinzuschauen und es zu trainieren, mit dir selber mehr in Kontakt zu gehen und zu üben, Langeweile, und ich meine jetzt, wenn ich das Wort aushalten sage, nicht als Zähne zusammenbeißen und Arschbacken zusammenkneifen und durch da, sondern ich meine eher eine Form des Aushaltens von Langeweile zu finden, die heilsam ist. So, also für mich hat das wirklich ganz viel mit Verbundenheit mit sich selber und mit Achtsamkeit zu tun. Vorausgesetzt, das, was ich im ersten Punkt erwähnt habe, geht es hier wirklich um dich oder geht es das, was du gelernt hast, also was du von der Gesellschaft hast? Wenn das geklärt ist, dann geht es für mich wirklich ganz viel um Verbundenheit mit dir selber und auch um Achtsamkeit. Ja. Also ich glaube, dass es ein sehr brisantes Thema ist, was unsere Zeit anbetrifft, dass wir das alle extrem unterschätzen und dass auch dieses Ansprechen davon, hier tritt dann Langeweile auf und dann haue ich ab, in Bezug auf, eigentlich könnte es hier intim werden. Ja, und ich sag nochmal, es geht nicht um diese Bettgeschichte an der Stelle, wenn ich von Intimität spreche, sondern es geht wirklich darum, jetzt rückt dir etwas nahe, etwas sieht dich, du musst dich mehr zeigen oder du wirst mehr gesehen. Und das kann sowohl der Job, das Studium, was auch immer in der Richtung sein, als eben auch das ganz Private. Das ist auch manchmal in Freundschaften so, wenn man einfach merkt, man war jetzt, keine Ahnung, ein paar Wochenenden zusammen aus oder man ist zusammen Freundin, wie auch immer, in Urlaub gefahren. Plötzlich weiß der andere ein paar Dinge mehr. Es wird also ein bisschen wie intimer. Dann findet man plötzlich Ausreden, sich mit der Person nicht mehr zu treffen. Die weiß ja zu viel. Ja, zu viel persönliche Dinge. So, und es ist auch ein ganz spannendes Thema, wenn wir über Ghosting sprechen, also dieses, da verschwinden einfach Menschen, auch das spielt eine Rolle, ja, wir verschwinden dann einfach von der Bildfläche, weil es vielleicht zu intim geworden ist. Und was ich sehr heilsam finde an der Stelle, ist wirklich Wege zu finden, Wege, die für dich stimmig sind, so etwas wie Präsenz, wie Anwesenheit im eigenen Körper und im eigenen Leben zu trainieren und das wirklich auch nicht nur aushalten zu können, sondern wirklich da auch in dir ein Stück wie zu Hause zu sein und wirklich die Bewusstheit auch zu schaffen für dich, wo brauchst du überall Entertainment, wo bist du automatisch wie entertained, ja? Und wie kannst du auch Räume schaffen, in der Stille sein kann, in der Langeweile auftauchen kann? Kreiere Räume, wo Langeweile auftauchen kann. Und dann wirst du erst einmal, bevor du mit einem Job oder vielleicht einem vermeintlichen Partner oder Partnerin intim wirst, dann wirst du erst einmal mit dir selber intim. So. Und über diesen Weg langfristig kehrt dann sowas wie so eine friedliche innere Ruhe in dir selber ein, dass du eben nicht mehr so getrieben bist. So, und ja, auch wirklich, wenn es dich nicht mehr entertainen muss, also weder ein Job noch ein Partner, auch die Wertschätzung für das, was ist. Und ich glaube, das fängt, also fang es nicht mit dem Job an, fang es nicht mit dem vermeintlichen Partner oder der Partnerin an. Das Spielfeld ist in dir. Fang
diese Intimität, diese Langeweile, fangen sie mit dir oder in dir an, damit umzugehen. Und du kennst ja meinen Weg vielleicht ein kleines bisschen. Ich bin da sehr körperorientiert und arbeite sehr gerne auch mit Embodiment und so weiter, weil das für mich Wege und Übungen sind, die mich gelehrt haben, immer wieder gut in mir selbst zu landen und eben nicht mehr, oder ich bin eigentlich jetzt in Bezug auf der Jagd sein, da bin ich ja gar nicht so unterwegs gewesen. Ich brauche das ein oder andere Highlight. Das war nie so sehr mein Thema. Ich habe Embodiment und die Schätze daraus für andere Dinge für mich sehr nutzen können. Aber ich habe Menschen erlebt, die über diesen Weg, über diesen sehr körperorientierten Weg ein so starkes und stabiles inneres Zuhause in sich selbst gefunden haben, dass sie solche Themen, wie du sie beschreibst, tatsächlich für sich haben lösen können. So. Und was ich einfach so zum Ende hin an dieser Stelle noch sehr deutlich sagen möchte, ist, bitte verurteile dich nicht für diese Tendenz, flüchten zu wollen. Bitte verurteile dich nicht, von einem Highlight zum nächsten zu springen, weil es gibt Gründe in dir. Ja, also vielleicht liegen die in deiner frühen Kindheit, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht wirklich relevant, das zu wissen. Aber vielleicht gibt es so etwas, und ich sage das so ein bisschen wie in Klammern und ich sage das auch so ein bisschen wie vorsichtig, nur um die Idee auch mitzugeben, so etwas entsteht zum Beispiel, dass ganz frühe Vertrauenspersonen dich in irgendeiner Form, und daran müssen wir uns nicht mehr erinnern, enttäuscht oder verunsichert haben. Und das hinterlässt unter anderem in uns Spuren von, ich komme dir ein bisschen nah und wenn es zu viel wird, dann gehe ich halt, weil ich werde sowieso wieder enttäuscht. So. Und da ich gar nicht so sehr den Anspruch habe jetzt, dass du da für dich irgendwie in deiner Vergangenheit forschen musst, sondern dir vielmehr einfach das Bild mitgeben möchte, dass das eben auf diesen tieferen inneren Strukturen beruhen kann, ist mir einfach wichtig, verurteile dich nicht, sondern schau einfach, wo kannst du mit jemandem vielleicht in Kontakt gehen und einen vertrauensvollen Raum finden, wo du einfach üben kannst, dich mehr und mehr intim oder persönlich auch auszudrücken und dich mit dem zu zeigen, also so ein Stück weit auch Nähe zu üben, dich mit dem zu zeigen, was gerade in dir ist. So, dieses Dableiben in Kontakt zu üben. Manchmal gibt es gute Freunde, mit denen wir das machen können. Manchmal braucht es dafür vielleicht einen Therapeuten oder einen Coach oder so. Aber das ist tatsächlich auch ein Prozess. Also da ist so ein bisschen die Vorstellung, ich mache das jetzt mal ein, zwei Mal mit meiner besten Freundin und dann ist das erledigt. Das ist nicht ganz so, weil nach dem ersten intimeren Kontakt wird es halt immer noch ein bisschen intimer. Und das macht schon sehr viel auch mit unserem Nervensystem. Und wenn wir da so ein bisschen was wie verlernt haben oder auch verpasst haben in der Kindheit, dann dürfen wir uns einfach so ein bisschen, ja, einräumen, dass das auch ein längerfristiger Prozess sein kann. Ich weiß, dass das unsexy klingt. Es ist aber tatsächlich so. Nur es hat ja unterm Strich damit zu tun, dass wir langfristig in unserem Leben einfach so ein bisschen das Gefühl haben, wie satt zu sein, wie zufrieden, wie wirklich innerlich zufrieden zu sein und irgendwo auch mal das Gefühl zu haben, irgendwo angekommen zu sein. Und zwar nicht bei der nächst hübscheren Frau oder bei dem nächst tolleren Mann, ja, oder in dem nächst geileren Job oder wie auch immer, sondern einfach wirklich in uns, du in dir. In diesem Sinne möchte ich ein ganz großes Danke sagen für diese sehr wertvolle Frage. Ich freue mich immer, wenn mir solche Fragen zugeschickt werden. Zögere nicht, du weißt, dass ich das anonym beantworte. Und ja, lass das gut nachwirken. Ich glaube, da steckt ganz viel drin, was uns allen ein Stück weit wie in ein eigenes, inneres, sicheres,
zu Hause führen kann. Und an dieser Stelle einfach noch die kurze Anmerkung: Wenn dich meine Arbeit zum Thema Embodiment interessiert und du sie noch nicht kennst, es gibt auf meiner Homepage lilianrunge.de gibt es einen kostenlosen, unverbindlichen Kurs, den du dir holen kannst und einfach mal schauen kannst, ob diese Arbeit etwas für dich ist. Bis hierhin erstmal danke, dass du gelauscht hast, danke, dass es dich gibt und ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir.